Ich bin die Luzi und mache den Topfengrießauflauf. Ich fange meistens mit dem Schneeschlagen an, weil ich dann die Quirl nicht extra abwaschen muss. Ich mache zuerst den Schnee, stelle beiseite und dann fange ich an. In einer kleinen Küche ist man sich oft im Weg. 375 Gramm Bauerntopfen oder bröseliger Topfen werden abgewogen. Das ist hier ein Bauerntopfen. Im Rezept steht das natürlich nicht drinnen, sondern einfach 1,5 Packerl Topfen, hat meine Oma da geschrieben. Ne? 60 Gramm weißer Grieß und 10 Gramm Polenta werden abgewogen und miteinander vermischt. Das ist der Polenta, also das ist der Dunkelgrieß. Da ist das Rezept. Also ich nehme ein bisschen weniger, aber im Rezept steht 10 Decker Staubzucker. Luzi verwendet heute ungefähr 90 Gramm Staubzucker. Der Bauerntopfen ist natürlich so grieselig, aber das macht ja nichts. Das geht beim Backen dann schon weg. Das gibt's noch. Jetzt trennt sie zwei Eier in Eiklar und Eidotter und gibt die beiden Eidotter zum Topfen dazu. Eine Prise bei dem ganzen Backwerk. Eiklar wird steif geschlagen und Luzi gibt etwas von dem zuvor abgemessenen Staubzucker dazu. Und da brauche ich jetzt nichts abwaschen, sondern da geht es gleich weiter. Jetzt wird der Topfen mit dem Mixer glatt gerührt, der restliche Staubzucker kommt mit dazu und noch eine Packung Vanillezucker. Luzi lässt sich hier Zeit und rührt die Masse 5-6 Minuten lang gut durch. Zwei gestrichene Teelöffel Backpulver kommen jetzt zum Grieß dazu. Es kommt unter den Grieß gemischt. Die Hälfte der Grieß-Polenta-Mischung und die Hälfte des Eischnees kommen jetzt zum Topfen dazu. Einmal kurz durchmixen und schon kommt die zweite Hälfte der Grieß-Polenta-Mischung dazu. Nochmal kurz verrühren und dann wird die zweite Hälfte des Eischnees vorsichtig untergehoben. Und wichtig ist, dass man das Obst vorbereitet hat, vorher, weil dass das nicht so lange steht da. Nicht? Ich habe natürlich das Obst jetzt nicht vorbereitet, aber das geht schnell. Also das ist nicht so. Da kann man Äpfel nehmen, Bärenobst oder zum Beispiel nehme ich gekaufte Weichseln, also die im Glas sind, abtropfen lassen. Die sind ja ohne Kern und die kann man da drauf geben. Die alte Auflaufform wurde mit Butter ausgestrichen und wird jetzt mit Semmelbröseln bestreut. Ich mache das immer zwei Schichten, also eine Unterschicht, dann das Obst und dann das Restteig drauf. Die unterste Schicht wird mit einem Messer schön glatt verstrichen. Heute gibt es mit Erdbeeren. 500 Gramm frische Erdbeeren werden gewaschen, vom Grünzeug befreit, halbiert und dann mit Küchenrolle trocken getupft. Jetzt schichtet Luzi die Erdbeeren mit der Schnittseite nach oben in die Auflaufform und gibt dann die restliche Grieß-Topfenmasse darüber. Alles gut verschließen, damit keine Erdbeeren mehr heraussehen. So, das muss ich jetzt schön zudecken.
war nach dem Krieg. Das war so 46, 47. Bin ich auf Erholung gekommen von der Gewerkschaft aus. Die haben da die Schwachen rausgeklappt und da waren wir auf Erholung in Innermanzing. Und da gab es zum Frühstück Grüßkoch. Und das war so gut. Das war wirklich, also... Der Auflauf darf jetzt bei 150 Grad Ober-Unterhitze für eine Stunde in den vorgeheizten Backofen. Während des langsamen Backens wird parallel abgewaschen und die Teigreste werden gleich verkostet. Nichts wird weggeschmissen. Nach 30 Minuten wendet Luzi die Backform, damit alles gleichmäßig gebacken wird. Nach einer Stunde ist der Auflauf fertig und kommt aus dem Ofen. Er darf kurz ruhen, dann wird er aufgeschnitten und kann pur oder mit Staubzucker bestreut serviert werden. Also das ist der Topfengrießauflauf und ich hoffe, dass es Ihnen gelingt zum Nachkochen und ich wünsche guten Appetit. Oma Luzi und ihr Topfengrießauflauf sind einfach fantastisch. Guten Appetit und viel Freude beim Nachbacken. Hat dir dieses Rezept gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Video in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Gib der Oma einen Daumen nach oben und wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Kennst du selbst eine Oma 75 Jahre jung oder gerne älter, die bei den Cooking Grannies mitmachen möchte? Dann melde dich bei uns. Vielen herzlichen Dank.